Ich grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder mit dem nächsten Liebesblick und zwar für die Woche vom 22. bis zum 28. Juni 2020. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid bei meinem relativ neuen Art von Liebesorakel. Ich habe es schon einmal gemacht und ich möchte es jetzt weitermachen, weil ich denke, das kommt ganz gut an. Ich möchte euch nur nebenbei oder ganz kurz noch erinnern an meine zwei Telegram-Kanäle. Die sind unter dem Video verlinkt, wenn euch das interessiert, zur Zeitenwende und einfach zur Lichtarbeit, wo ich die Videos und spirituelle Dinge teile und die Zeitenwende einfach über das, was jetzt draußen los ist, über den Wandel und ich habe auch wie immer die Karten unter dem Video verlinkt und meine Amazon-Wunschliste, wenn ihr mir gerne mal was zukommen lassen möchtet. Sonst glaube ich, habe ich ehrlich gesagt. Ich erkläre es jetzt noch kurz, weil es sind sehr viele neue Leute dazugekommen. Und also ja, ich habe das Pärchen, das lege ich immer vorher raus. Das bist du, auch wenn du ein Mann bist, das ist dein Partner, Partnerin. Ich muss irgendwie festlegen, weil sonst, ja, wenn es für alle, für das Kollektiv gilt, muss man irgendwie ja schauen, dass man das festlegt. Und dann lege ich so im Kreis rundherum. Und also oben ist das so, was euch, das ist immer die Verbindungskarte und das ist das, was euch jetzt auch aktuell beschäftigt. Ich lege da noch ein paar Karten dazu. Hier ist immer das, ja, was so den Rücken stärkt oder auch manchmal schwächt, je nachdem. Und das sind so die Dinge, die aktuell auch ein bisschen verdrängt werden von euch beiden. Oder von einem von euch beiden, je nachdem, das kommt halt, wie gesagt, das ist halt kollektiv. Da muss man halt immer schauen, da müsst ihr euch auch für euch selber ein bisschen mitdenken oder umdenken. Ja, also was euch verbindet, das finde ich schon mal super, das ist natürlich der Anker, der natürlich neben dem Beruf, wo er normalerweise, also hauptsächlich steht er für den Beruf, für die Verankerung und für die Stabilität steht, was ich natürlich super finde. Also es geht wirklich hier um Verankerung, dein Gegenüber möchte sich mit dir verankern, was auch immer das jetzt heißt, es kommt eben darauf an, ja, wo sie steht aktuell, was ja wieder bei jedem anders sein kann. Deswegen lasse ich es eher so allgemein und wie gesagt, ihr müsst euch, oder ja, ihr könntet euch das dann auf eure Situation ummünzen. Er hat im Rücken die Nachrichten und auch entweder den Stress oder es geht um die telefonischen Nachrichten. Also die Eulen stehen normalerweise auch für Anrufe. Und eben telefonisch, was auch vielleicht jetzt auf SMS, WhatsApp und so umgemünzt werden kann, obwohl der Turm steht für mich eher für das Internet. Aber eben, entweder es geht um einen Anruf, ja, dass er wirklich bei dir anruft oder dir eben schreibt. Oder es ist einfach Stress, ne, dass er sich melden möchte oder sie. Und er hat noch ein bisschen Stress und auch die Schlange, die steht in dem Fall, würde ich sagen, eher für die Verwicklungen. Ne. Also es kann sein, dass du länger nichts gehört hast. Oder ja, du bist zwar in Kontakt mit deinem Partner, aber ja, ist ein bisschen komisch aktuell und du hast so das Gefühl, ja, du kommst nicht gescheit an ihn oder sie ran. Also je nachdem eben, wo sie gerade steht. Und die Schlange steht dann für, kann auch für die Verwicklungen und für die Komplikationen stehen. Aber eben dein Partner, Partnerin möchte an dich ran. Und das sagt mir auch der Hund, der ja für die Treue steht. Ne? Also es geht da wirklich so bei vielen jetzt, die möchten sich melden, die möchten eben anrufen. Vielleicht lassen sie wem anderen anrufen, einen Freund schreiben. Irgendwelche Zufälle werden arrangiert. Ja? Also sowas in die Richtung. Bei dir ist ja das Haus, also du bist weiterhin sehr stabil, obwohl wir hier eben die Mäuse haben. Aber die Mäuse knappern am Turm und das ist natürlich gut, weil hier ist eben auch Rückzug oder Einsamkeit. Also es kann sein, dass du dich wirklich in letzter Zeit sehr einsam fühlst, das kann man sich auch in einer Beziehung, brauche ich glaube ich eh niemanden sagen, ja. Dann wird auch hier das jetzt sich ansetzen quasi zu verbessern. Also es geht da wirklich für mich so in dieser Woche, dass man einfach wirklich so aus Komplikationen rauskommt. Leider haben wir bei dem, was verdrängt wird, halt die stabile Beziehung. Schau, zweimal Stabilität an der Beziehungskarte und die Gespräche. Also es ist noch nicht ganz so fein, ja, diese Woche. Bei einigen vielleicht auch eben, wenn du nicht dabei bist, kann es natürlich auch sein, dass es bei dir super schnell jetzt weitergeht, ja. Aber eben, es geht ja jetzt um hier die da dabei sind, eben im Kollektiv. Aber eben, ihr könnt es Hoffnung haben. Ja, ich sage das immer nicht so gerne, weil das klingt irgendwie so, ja, mag ich irgendwie nicht, aber ihr glaube ich wisst, was ich meine. Also, wie gesagt, ich würde sagen eher, dass sie
tastet sich ran. Ne? Vielleicht kommt auch mal ein Anruf und dann kommt wieder nichts mehr. Das kann natürlich auch sein. Also es kommt irgendwie über Umwege, aber eben hier haben wir auch die Stabilität mit dem Hund. Ja? Also treu zu dir und du treu zu ihm oder ihr. Ne? Und vielleicht geht es auch wirklich um Treffen bei dir zu Hause. Vielleicht kommt er auch zufällig vorbei, ja, oder sagt eben so, ich bin gerade zufällig bei dir vorbeigefahren und ich habe Licht gesehen oder wie auch immer, ja, und es war gar kein Zufall, ne, weil mit der Schlange, wie gesagt, mit den Verwicklungen, ja, würde ich sagen, entweder ist es kompliziert, er oder sie ist kompliziert oder eben es werden irgendwelche Zufälle eingefädelt, ja. Würde mich auch wirklich interessieren, wenn du da dahinter kommst und ja, dass du mir das auch gerne unter dem Video kommentierst, weil ja, das finde ich schon sehr spannend, ja, was sich manche einfallen lassen. Und ich habe den Stapel, eben von dem ich hier abgelegt habe, die Karten, lege ich jetzt nochmal drei weiter. Wie es jetzt weitergeht, das ist gutes Schiff, also es ist was in Bewegung. Okay, hier haben wir den Fuchs und jetzt zeige ich euch gleich was dazu und die Liebe. Ja, seht ihr das? Aber wie gesagt, ich sehe das immer so schlecht, weil es hier so spiegelt in meinem Display. Das finde ich wirklich interessant. Also Schiff, Fuchs, Herz. Das sagt im Prinzip dasselbe wie hier. Also es findet eine Bewegung statt, ja, aber eben der Fuchs wieder drauf. Ne? So, ich möchte gerne, aber ich traue mich nicht gescheit oder ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Er oder sie will nicht so direkt und dann ist aber die Liebe. Das finde ich natürlich super, ja, dass hier die Liebe sich zeigt. Also es geht wirklich voran, es zeigt sich etwas in der Liebe. Die Liebe zeigt sich. Es kann auch heißen, die Sehnsucht, also das Schiff steht ja auch für Sehnsucht. Und wenn der Fuchs da reinschaut, ne, falsche Sehnsucht, okay, ich weiß nicht, ob es falsche Sehnsucht gibt, aber man könnte natürlich sagen, ja, er meldet sich nicht, er pflegt keinen Kontakt zu dir und dann hat er Sehnsucht. Das ist dann auch blöd, weil eigentlich, ne, dann braucht er keine Sehnsucht haben, wenn er sich bei dir meldet, aber ja, ihr habt halt eure Themen. Und aber ich würde trotzdem das eher sehr positiv sehen, weil du eben, weil eben hier die Liebe liegt, ne. Ja, und ich habe mir gedacht, ich habe bei dem einen Orakel, ich habe ja letztens auch eins gemacht für schwierige Verbindungen und ich habe mir gedacht, ich lege das jetzt auch noch als Zusatzkarten dazu von den schwierigen Verbindungen, also wenn du echt das Gefühl hast, bei dir geht das schon ewig und 100 Jahre so und du denkst jetzt, na gut, aber irgendwie, ich weiß nicht, was die Claudia da sagt, klingt ja ganz gut, aber nicht bei mir, ja, dann möchte ich euch da noch ja, einen Tipp von denen mitgeben, also wenn du echt sagst, okay, ach ja, bei uns passiert gar nichts, bei uns ist so schwierig, schauen wir mal noch, was du da für Themen hast, das ist eigentlich, ja, das ist ein Orakel für schwierige Verbindungen, okay, du hast hier einmal Frau Jedermann, Next, Untreue, Triangulation, also dann kann es wirklich so um das Thema Fremdgehen auch gehen in deiner Partnerschaft. Dann haben wir Isolation, ne, haben wir schon wieder Manipulation, oh, warte, Einsamkeit, so. Ja, ich kann es euch leider da nicht so gut zeigen, weil ich so weit weg von der Kamera bin. Und dann haben wir göttlicher Schutz, wow. Und gutes Ende, also, sogar ihr, wenn ihr die schwierige Verbindung habt, ja, vielleicht wart ihr wirklich in einer Dreierkonstellation oder seid ihr gerade drinnen, ne? Isolation, also, kann sein, dass sich er oder sie wirklich immer wieder mal abgewehrt. Das gilt jetzt wirklich nur für die Schwierigen, ja? Also schwierig, die schon jahrelang unter dem Ganzen leiden, ne? Dann kann das auch zutreffen oder für euch wirklich eine Botschaft sein. Aber schaut mal, ihr habt den göttlichen Schutz drauf. Also entweder passiert dann wirklich ein Wunder, dass er oder sie jetzt endlich auf dich zukommt und die narzisstischen Verhaltensweisen ablegt. Wobei ich sagen muss, wenn es wirklich narzisstisch ist, Narzissmus ist schon eine psychische Krankheit, dann wird das nicht ohne Therapie funktionieren. Also du kannst niemanden verändern und du kannst niemanden heilen, dann braucht er oder sie wirklich Hilfe. Aber es sind ja auch Beziehungen ähnlich wie Narzissmus, auch in Dualseelenbeziehungen. Wie gesagt, das ist immer sehr, da muss man immer aufpassen. Auch dir, wenn du wirklich in sowas drinnen steckst und echt da in Depressionen oder so steckst, würde ich dir wirklich raten, auch professionelle Hilfe zu holen. Das ist nichts Schlimmes, ja. Im Gegenteil, es kann dir helfen, dass du da rauskommst aus dem Ganzen. Sehe ich es jetzt, glaube ich, die Karten nicht so schön, gell? Ja, gerade der göttliche Schutz, ja. Also, du bist beschützt. Das heißt, wie gesagt, entweder du gehst da raus,
Das finde ich echt super, dass die Botschaft kam. Also du gehst da raus aus dem Ganzen oder eben, es gibt für euch ein gemeinsames Weitergehen. Er legt jetzt dieses Narzisstische ab und kommt sozusagen auf den Weg. Das würde mich wirklich ganz besonders freuen für dich. Und ja, dann bleibt es weiter stark. Und denen, wo das jetzt wirklich sehr schön ausgeht, natürlich auch den anderen, wünsche ich alles Liebe und viel Kraft und Stärke. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Alles Liebe. Tschüss, Baba.